Hallo meine Lieben, es gibt ein neues Nachgefragt und zwar Sommerhitze und Hund im Auto. Ja, dass man einen Hund nicht in der Sommerhitze im Auto lassen sollte oder auch Kleinkinder oder Menschen überhaupt ohne entsprechende Kühlung sollte selbstverständlich sein. Aber das Problem ist ja oft, wie jetzt bei mir aktuell der Fall, ich bin gerade in der Tierklinik mit zwei Hunden und eine Behandlung, eine Untersuchung dauert etwa eine Stunde. Was mache ich mit dem anderen Hund? Oder während des Wartens? Ich warte ungern im Wartezimmer, weil ich ja meine Hunde damit auch recht viel Stress hätten. Und deswegen warten wir im Auto. Und deswegen wollte ich euch mal sagen, wie ich die Zeit im Auto verbringe mit den Hunden. Weil natürlich lasse ich die nicht alleine hier, sondern ich bin dann auch hier. Oder ein Hund wird operiert und dann warte ich mit dem zweiten auf ihn und das kann tatsächlich auch ein paar Stunden sein. Und ich bin in der Sommerhitze im Auto mit diesem Hund. Und wie geht das? Ihr seht, hier ist so ein weißes, die Scheiben sind so ein bisschen weißlich. Ich habe aktuell auch gerade zwei drin. Das ist der Junip und die Gulala. Wir waren gerade bei der Dermatologin wegen den Ohren. Und warum klappt das? Warum kann ich hier im Auto? Es ist jetzt gerade der 18. oder 17. 17. Juli, es ist eigentlich recht warm. Und warum kann ich es wunderbar hier aushalten? Ganz einfach, weil ich eine Abdeckung über das Auto gezogen habe, nämlich einen Sonnenschutz, in meinem Fall ein Sombrero. Angenehm finde ich einmal das Licht, was da eben, also die Atmosphäre, die entsteht. Das ist nicht dunkel, das ist eigentlich ein angenehmes Licht, was dadurch entsteht und man kann es wunderbar aushalten. Ich habe tatsächlich die Scheiben nur so ein Stück auf jeder Seite offen und es klappt wunderbar. Ich ernte sogar neidische Blicke von den Wartenden, die in zwei im Schatten sitzen, aber selbst im Schatten ist es heißer als hier mit dem Sombrero im Auto. Diesen Tipp wollte ich einfach nur geben, wie man wirklich die Wartezeit, wenn man mit dem Hund im Auto sein muss, wie man das so hinbekommen kann, dass er eben keinen Hitzeschlag kriegt, weil das ist das Letzte, was wir wollen. Und für den kranken Hund, der hat ja dann erst recht noch Probleme, den Kreislauf zu stabilisieren. Ja, also Sonnenschutz, Sombrero, es ist unglaublich. Ich habe jetzt am Wochenende noch mal erlebt, dass jemand es kaum glauben konnte und natürlich dann immer wieder hinging bei dem 5-Minuten-Takt und ganz erstaunt war, dass die Temperatur wirklich gut ist im Auto. Also testet sowas doch mal aus. Kann's nur empfehlen. Natürlich habe ich noch etwas Wichtiges vergessen. Dieser Sonnenschutz ist auch ein wunderbarer Sichtschutz für einen Hund, der sich zum Beispiel im Auto sonst aufregen würde, wenn Hunde oder Menschen am Auto vorbeigehen. Ist so ein richtig schöner, abgeschlossener, ja, so ein abgeschlossener Raum, ne? Wo die Hunde auch wieder Sicherheit schöpfen, sich nicht so schnell aufregen müssen. Als ich eben zeigte, dass das Fenster dieses Stückchen offen ist, da war eben die Tür auch offen. Die hatte ich nur gerade offen, weil ich eben auch eingestiegen bin. Jemand mich was fragte, nämlich was ich hier für so einen tollen Sombrero habe. Dann hatte ich eben nicht ganz geschlossen. Oder nicht so einen tollen Sombrero. Die wusste ja nicht, dass es Sombrero ist, sondern was ich hier so Tolles übers Auto gelegt habe. Weil natürlich die Leute sehen, dass ich hier meine Zeit im Auto verbringe und tatsächlich einigen nachfragen. Also es gibt auch die Meinung, dass man das Fenster gar nicht offen haben sollte, wenn das Auto entsprechend gekühlt ist. Ich fühle mich wohler mit einem sehr, sehr großen Sombrero. Also meiner geht weit bis über die Scheiben hinaus und also runter. Und dann halt dieses Stückchen auf jeder Seite offen. Das mag ich eigentlich am liebsten. Und trotzdem kontrolliere ich natürlich regelmäßig. Aber jetzt, ich war eine ganze Stunde mit Gulala drin. Solange hat Gulala warten müssen, kein Problem. Mit Gulala eine ganze Stunde bei der Dermatologin, Junip hat warten müssen, kein Problem. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Okay, ich hoffe, das war hilfreich für dich und schützt eure Hunde und auch euch vor einer Überhitzung. Alles Liebe, eure Mirjam. Tschüss.